ist Max und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute reagiere ich auf den Crush von Jalal. Der hat mir nämlich erzählt und in ein Video gezeigt, welches wirklich sein Crush ist. Ich habe ja schon auf den Song reagiert, wo das Mädchen die Blume auf den Boden geworfen hat. Das ist auf keinen Fall die Freundin von Jalal. Der hat mir nämlich gesagt, welche seine ist. Und von dem Bruder von echt so. Ash heißt der. Da gucken wir uns heute auch noch was an. Das haben auch manche geschrieben. Weil der hat auch eine Freundin. Und die haben alle eine Freundin und ich nicht. Deswegen fangen wir jetzt an. Also, wir gucken hier ein Video von Jamo TV. Jalal hat gesagt, das soll ich mir einmal angucken. Und da seht ihr ihn auch. Er wird nämlich hier einen Tag beobachtet. Das, was mein Bruder auch bei mir gemacht hat, ja? Und jetzt gucken wir mal, was er sagt. So, und jetzt ist Jalal in sein Zimmer gegangen. Achtung! Jetzt ist hier versteckte Kamera und jetzt müsst ihr gucken, was passiert. Der guckt erst so TikToks. Ja. Alter. Alter Jalal. Jetzt ist... Achtung! Jetzt müsst ihr gut aufpassen! Jetzt ist ganz wichtig. Also gleich erst. Er guckt nochmal. Ja. Hallo? Misa? Geht's gut? Alter! Der telefoniert einfach mit seinen echten Quatsch! Hier alleine. Und dann machen die Hausaufgaben. Ja. Ja, ja. Ja, wir sehen uns morgen. Ja, der trifft sich da mit dir morgen, ja? Pass auf. Ich vermisse dich auch. Ja. Der vermisst sie auch. Jetzt ja, ich hab mit Jamo heute TikTok gemacht. Ja. Jetzt, was glaubt ihr, was jetzt noch passiert? Ja, so ein Prank mit Ballons so. Ja, und noch was, ja. Was passiert noch? Ja, wir sehen uns morgen. Ja, 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 ja. Tschüss. Ciao. Ja, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Und jetzt passt mal auf, jetzt muss ich euch was zeigen. Also, ich habe gerade eben nämlich mit den Jalal geschrieben. Ich habe geschrieben, hallo Jalal. Hat Jalal geschrieben, hallo Max, was möchtest du? Dann habe ich geschrieben, Jalal, hast du einen Crush gerade? Und hat er geschrieben, ja, hab ich und du? Und habe ich geschrieben, ja, ich auch und ich möchte meinen Ex-Freunden wieder zurückhaben. Weil, wisst ihr, ich habe auch Diss-Track gemacht gegen alle. Ja, richtig krasse, mein erster eigener Song kommt am 1.7. um 11 Uhr hier auf Kevin YouTube-Kanal. Richtig krasse Musikvideo, habe ich auch gestern gedreht, da kam auch Video online. Dann hat Jalal geschrieben, oh viel Glück. Und dann habe ich gefragt, bist du mit den Mädchen aus Musik zusammen? Ist das dein Crush und Freundin? Und dann hat er geschrieben, nein, es gibt ein anderes Mädchen. Und dann dachte ich, Alter, der Jalal hat so viele Freundinnen wie ich. Und dann habe ich geschrieben, was sind für ein Mädchen? Und dann hat er geschrieben, du musst auf YouTube-Kanal von meinem Bruder gucken, da findest du ein Video. Und aber das ist geheim, das weiß fast keiner. Und habe ich geschrieben, welche Video? Und dann hat er das geschrieben. Mein Bruder hat mich daheim nicht gefilmt. Das habe ich dann gerade gefunden und geguckt. Und jetzt mal gucken, ich schreibe ihm mal wieder was. Alter, Jalal hat noch was geschrieben gerade. Ja, aber jetzt gibt es einen anderen Mädchen. Warte kurz, Max. Alter, ein anderes Mädchen? Was für ein anderes Mädchen? Alter! Versprichst du, dass du es keinen sagst? Ja, 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 ja. Ihr dürft es auch keinen sagen, wenn Jalal das jetzt sagt. Ja, ja. Ja, mache ich nicht. Ja, ja. Zuerst musst du aber Video von echtem gucken, wo Ash der Bruder seine Freundin zeigt. Ach, echt so. Hä, wer ist das denn? Echt so. Moment. Alter, ich habe hier dieses Video gefunden. Ash, Freundin besucht uns. Damit hat er nicht gerechnet. Das muss ich mal kurz gucken. Wer ist denn die Freundin von Ash? Von Ash ran. So, let's go. Geht das? Geht das? Komm, gib. Sei richtig, sei richtig. Ich habe nämlich jetzt vor. Ich habe jetzt nämlich vor die beiden Beziehungs. Hey, na, was geht ab? Hast du mich schon vermisst? Nein. Ich habe eine Kleinigkeit vor mit dir und Lulu. Ich muss los. Du musst nicht jetzt los. Ich muss los. Kannst du mir mal erklären, wie dein PC angeht? Da steht sein... Oh.
Ich hab eine Kleinigkeit vor. Mhm. Mit dir. Und mit Ash. Alter, ist das die Freundin von denen? Warte. Wisst ihr was? Diese Lolo oder so, die sieht aus wie meine Ex-Freundin. Wie Emma. Hat das deswegen allein gesendet? Was soll das? Nur weil die aussieht wie meine Emma? Was machen die jetzt? Machen die das Verbotene? Und mit Ash. Mhm. Ash, ich muss dich kurz hinsetzen. Oder warte, willst du googeln sonst? Du bist 11 Jahre. Du bist? 15. Er ist 13. So, ich finde, das Alter passt ganz gut zusammen, oder? Wir hatten übrigens vorhin bei Lulu auf dem TikTok-Account Kommentare gefunden von wegen, dass Ash voll gut, dass ihr voll gut zusammenpassen würdet. Hast du auch gut gesehen, die Kommentare? Mhm. Alter, sind die jetzt Freundin oder nicht Freundin? Halal! Das Mädchen sieht aus wie Emma. Sind die Ash und Lolo zusammen? Wieso schreibt der welche Emma? Was? Emma, meine Ex-Freundin. Hä? Mein Quatsch heißt auch Emma. Die finde ich voll toll. Alter, ich glaube, ich versink in die Erde. Ich glaube, ich habe einen Anfall. Wenn das meine Emma ist. Jalal! Wenn das meine Emma ist. Jalal. Wie sieht Emma aus? Wie meinst du, dass sie sieht toll aus? Das hier! Wenn das jetzt hier wirklich das ist, was ich denke, das ist das Illegalste in Deutschland, was man machen kann! Welche Haarfarbe? Wisst ihr, meine Emma, die hat braune Haare. Braun. Ich explodiere gleich. Gleich ist hier das Ende. Wir sind am Ende angekommen. Hat er das deswegen geschrieben? Hast du deswegen gesagt, ich soll Ash Video gucken mit Freundin? Ja, meine Emma sieht ja auch so aus. Wieso? Wieso? Jalal. Du kommst ins Gefängnis. Wie heißt deine Emma mit Nachname? Wenn der jetzt den Nachnamen sagt von meine Emma, ja, dann ist das, dann geht das hier nicht mehr weiter. Dann muss ich, dann rufe ich die Polizei an. Das geht nicht. Ich glaub, meine Emma ist auch so mit Nachnamen. Oder nee, warte. Warte, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Moment, ich muss noch mal, ich muss mal Finn fragen.